Seit letztem Jahr ist im Bergsteigerdorf Fendt ein besonderes Stück Tiroler Kulturgeschichte erlebbar. Beim Wannertheater Friedel mit der leeren Tasche wird die Flucht Herzog Friedrichs von Tirol über die Ötztaler Alpen Richtung Süden nacherzählt. Dabei begibt sich der Zuschauer gemeinsam mit den Schauspielern auf eine beeindruckende Wanderung durch Tirols Geschichte. Der Friedel war der Herzog von Tirol. Der Legende nach hat er das goldene Dachl gebaut, damit er zeigen kann, dass er keine leere Tasche hat, sondern eine volle. Und angeblich ist er da von Konstanzer Konzil, ist er durchs Ötztal hinein oder über die Berge drüber und hat sich bei den Rufenbauern versteckt. Und der Saal hat dann oft zur Flucht verholfen übers niedere Joch. Und das spielen wir jetzt da. Das Publikum, welches als Wanderer Herzog Friedrichs Flucht begleitet, geht sprichwörtlich mit der Geschichte mit und lässt sich dabei von dem eindrucksvoll umgesetzten Stück Tiroler Geschichte und den imposanten Schauplätzen beeindrucken. Gewaltig gut. Also das ist ein Naturschauspiel. Einfach wunderschön, nicht die Gegend da herinnen, und das Stickel passt hervorragend und die Schauspieler haben das ganz gut gemacht. Ja, es ist überwältigend. Die Bergwelt an sich schon, und ich kannte das vorher noch nicht. Und dann auch noch diese Szenen in dieser Umgebung, also ganz, ganz neue Eindrücke. Eine neue Art von Theater ist das. Mir hat es wunderbar gefallen. Mich hat es gereuen, wenn ich mir das nicht angeschaut habe. Was mich wahnsinnig fasziniert, ist, dass man die Tiroler Geschichte, eine Tiroler Geschichte, in so eine faszinierende Landschaft hineinbaut. Also die ganze Geschichte als Theater, eine wunderbare Kulisse für so ein Theater. Herrlich. Das Wandertheater Friedel mit der leeren Tasche ist eigentlich ein komplett neuer Ansatz von Theater, ein neuer Ansatz fürs Wandern. Wir kombinieren das, und in dem Sinn, wir haben also wirklich Natur belassen. Wir gehen in einer Gegend, die vielleicht zu Friedels Zeiten die gleich ausgeschaut hat, mit Ausnahme im Vorbeginn und der Macht den Buschhütter. Sich wird ziemlich viel geändert haben, und wir greifen in die Natur nicht hin. Wir haben kleine Sender mit, damit die Leute, die den Eintritt gezahlt haben ins Theater, quasi das Stück mitbekommen. Und ja, das ist eine geistige und körperliche Höchstleistung für die Zuschauer. Sölden TV. Hier bist du der Star.